Video jetzt. Style Pack. Ich fahr alles. Achso. Ja, was ich gesagt habe, dass man sich da setzen, ja. Ach, da feucht man automatisch das Kram. Nein, wir haben mein Auto nicht navigiert, wo es steht. Das ist die Maschine, was da ist. Das ist ein Lego-Shop. Dann macht ihr einen Laden, wo das Ding rein. Das da hinten. Was ist das denn? Ich fahre ja alles, du Scheiße, also ich fahre ja alles. Hier ist den Penis drum hinten, der ist ja die Trigger. Erstmal auf dem Alex, das fahre ich alles. Da ist die Krake, die 90 Grad fallen. Oh, die muss ich fahren. Kannst du meine Abfahren? Guck mal, wie kleine Krachis. Da ist der Screen. Ja, der ist nicht, der ist in Berlin höher für dich. Wo ist Screamy? Screamy, das ist der ganz kleine. Ah, den fahr ich hoch. Alles klar, dann nehmen wir Bescheid. Aber war für mich der Tesla ist Und Statement? Statement kann man machen, aber die Kirchwurst ist nur der reine Fall der Runde. Aber war er geil oder nicht? Nicht okay. Du hast aber geschrien wie ein Mädchen, das hat man hier unten gehört. Ja, das lag daran, wie ist der Tanga eingeklemmt. Wollen wir mal den Zuschauern noch kurz zeigen, wie das war? Ja. Wenn hier mal eine Bahn kommt, müssen wir mal kurz warten. Die Zuschauer? Da, die war's. Die war's. Also die hat's am meisten in sich, die fahre ich auch wieder, die Angst davor. Deswegen ist die auch leer. Die erinnert mich zu sehr an Berlin. Deswegen ist die auch leer, weil die so krass ist. Ja. Jetzt da. Da, die meinen wir eigentlich. Das ist wirklich nur der Fall, der Rest ist alles Babykacke. Nur der Fall der Bahn. Naja, aber deswegen fahren's auch alle. Wo warst du? Vorne? Vorne, Mitte, an der Seite. Naja, du musst vorne sitzen, du Idiot. Die Bahn ist voll vorne, du Spasti, aber kein Wartestang und ein ellenlanger Weg bis zur Bahn hinter. Ja, aber du musst vorne sitzen, weil dann siehst du ja alles. Da ist der Mitte und hab's. Dann hättest du dir nämlich auch eingepullert. Hab ich ja fast. Aber angenehm, kann man mal machen, Leute. Das ist nichts Spektakuläres, aber kann man mal machen. Jetzt stehen sie erstmal und können schön runtergucken. Oh, ich hab den Spoiler. Ich hab den Blick von der Runde. Ja.
noch ein kleines Geschehen ist vom Heidepark. Wird man es immer schaffen, die Panoramabahn zu kriegen. Gibt es da eine kleine Aufnahme? Oh, ihr habt jetzt die Monopol. Monorailbahn. Alles klar, haut rein. Leute, wir sind zurück im Heidepark. Heute war auf der, was sind die? Monorail? Panoramabahn. Und heute mal von der anderen Sicht im Park. Diesmal mit Handy, statt wie mit Kamera, genau. Wir dachten, bevor wir zurückfahren in unsere gute alte Heimatstadt, Berlin. Jens, fahren wir mal wieder hier. Panoramabahn, wir dürfen uns die nehmen lassen. YouTube Money! Das ist eine Aussicht hier. Oh. Ich bin der Sprecher diesmal. Ja, und zu ihrer linken Seite haben sie die Hochschlacht des Orikalkos. Wenn sie Leute sehen auf der anderen Bahn, können sie ja grüßen. Servus! Oh, so viel Grün. Ah, das ist die Pümmelbahn. Ja, ey, ich muss auch was hier ins Wasser fällt, ey. Es geht auf den Arm, ey, ohne den Selfie-Stick. Die haben wir alle mit hier oben drauf, die wilde Wasserbahn. Oh, ganz schön wild hier! Oh! Kalt. Captain Jack Follow. Heute hat eigentlich die andere Bahn mal offen. Los, Enti. Lauf, 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 lauf. Ah, hat aber Glück gehabt, du. Oh, die spritzen sich nachts bei den Wetter, die sind gerade drauf, die Kinder. Achtung, jetzt geht's ja los, Kinos. Ah! Und ab, weg wollen sie. Ziemlich weit zum Schluss mit. Der Eingang zu Krake hier vorne. Nein, Stapel Minions, die ich hier beide holen.